Mein Name ist Nidal Rashow, ich komme aus Syrien. Ich bin seit 7. Juli 2014 anerkannter Flüchtling in Deutschland. In Syrien war ich Student und habe ich in Homs als Lehramt studiert. Als der Krieg begann, beschloss ich nach Aleppo gehen und dann regelmäßig nach Homs zu fahren, bis meine Examen zu Ende machen. Im Jahr 2012 habe ich meine Studium abgeschlossen. Dann musste ich nach dem Abschluss meines Studiums zum Militär gehen. Und das wollte ich nicht. Ich habe überlegt, dass ich nach Europa gehe. Oder so. Dann am 1. Mai 2014 bin ich nach Türkei geflüchtet. Von Türkei war ich 1,5 Monate in Gaziantep. Von dort ging ich nach Istanbul. Von Istanbul habe ich jemanden gefunden, der einen Weg kannte, nach Europa weiterzukommen. Mein Weg führte über Algerien. Weil, weil mit einem syrischen Pass, Ausweis, kannst du also als Tourist fahren. Okay. Ja. Und du musst 4.000 Dollar, ca. 3.500 Euro in seine Ausweis stecken, weil sie sehen wollen, dass man genug Geld hat, als Tourist fahren, zu reisen. Yeah. Wir haben so gemacht und wir waren in Algerien. Wir waren in Libyen. In Libyen war ich also 13 Tage. Nach den 13 Tagen sind wir verhaftet bei der Polizei in Libyen. 15 Tage waren wir im Gefängnis. Nach dem Gefängnis, wir haben unseren Weg weitergemacht. Von Italien, von Libyen nach Italien mit ca. 450 Leuten. Oder? Ja, mit einem bisschen großen Schiff. Und in Italien, wir waren 17 Stunden am Meer. Dann ist Italien Bootboots haben uns geholfen. Dann also 3 Tage, wir waren in Italien Schiff, auch 2 Tage. Dann wir waren in Sizilien. In Sizilien, wir haben nach Milan gegangen. Wir sind gegangen und danach, ich habe ein Ticket genommen bis Deutschland, aber meine Weg führt durch Nice, Frankreich. Okay. Ich war einen Tag in Frankreich übernachtet. Und Frankreich, morgen früh war ich nach Frankfurt gekommen. Von Frankfurt nach Gießen, Gießen nach Dortmund, Una, Hema. Dann mein final Transfer war im 1. August 2014 in Bonn. Okay. Ja, das heißt, es ist schon ein Jahr und 3 Monate in Bonn. Mhm. Und ich fühle mich sehr gut in Bonn. Und Bonn ist eine schöne Stadt. Es gibt viele Leute, die hilfbereit, also sehr nette Leute. Mhm. Ja. Wie lange hat die Flucht insgesamt gedauert? 2 Monate und 40 Tage. Okay. Mhm. Ja. Musstest du auch in der Türkei oder so arbeiten, um das Geld zusammenzubekommen? Ja, also, also mein Weg, also mein, ich habe überlegt von Syrien, ist, dass ich in Türkei nicht bleibe. Okay. Mhm. Ich wollte weitermachen, weil Türkei auch ist nicht gut. Ja, okay. Wenn du nichts mehr zu erzählen hast, so, danke ich sehr für dein offenes Interview. Danke.